GLAF. Dann hoffen wir mal, dass es auch ein gutes Match wird. Ich muss noch auf Start drücken, weil ich der Host bin. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, also auf ein neues. Auf der wunderschönen Karte Sandbank. Und diesmal haben wir also ein 2 gegen 5 mit dem Ravi in Grau und dem Stefan in Violett hier als Kälte, der Ravi spielt. Italiener. Und im anderen Team haben wir hier in Rot den Kachelmann, der spielt als Portugiesen. Dann haben wir hier in Gelb in seinem Team den Fenris als gelbe Malia. Hier in der Pocket-Position oder Super Pocket, weil er mit sozusagen zwei Pockets. Der Outgeskippt als Byzantiner. Hier haben wir noch den Lasse ebenfalls als Byzantiner und hier oben in hellblau der Teram X als Malay, als Malesen, Malian. Wie heißen die nochmal? Kann das bitte jemand in den Chat schreiben? Ich habe die Erweiterung, glaube ich, noch gar nicht auf Deutsch probiert. Ich bin umgeschaltet. Schalte die Sprachen ab und zu mal so ein bisschen rum. Ja, also nochmal jetzt scheint es sehr, sehr gut zu laufen gerade. Also Kachemann, der Einzige, der so ein bisschen maschinelle Probleme zu haben scheint, aber ansonsten läuft das Spiel flüssig. Lag dann leider daran, dass irgendwie bei Steam bei Suchtloop eben was kaputt war. Hat er mir zumindest so geschrieben. Weil eigentlich hat er eine gute Leitung. Ich habe auch schon mit ihm gespielt, also normalerweise ist das ja kein Ding. Ja, diese Map finde ich halt wunderschön. Also ich habe sie vorhin ausgewählt, einfach weil ich sie nie gespielt habe. Aber ich muss echt sagen, mir gefällt sie sehr gut, so wie sie aussieht zumindest. Wie sie jetzt spielerisch sein wird, konnte ich halt leider noch nicht richtig feststellen. Jetzt schreibt der Phantom Master, es kann auch auf der Karte Sandbank sein, dass kein Fluss mit Holz in der Mitte ist, sondern nur mehrere kleine Seen verteilt über die Karte. Interessant. Also du hast das schon mal öfters gespielt. Ja, ich würde halt sagen, weil in der Mitte sind halt auch mal Ressourcen, da gibt es viel Holz, viel Gold, viel Stein, alles Mögliche ist in der Mitte noch. Auch ein paar Tiger. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Auch von Rise of the Rajas natürlich. Und da wird es halt wichtig, die Kontrolle zu holen irgendwann, denke ich mal. Finde ich insgesamt sehr, sehr spannend hier, die Map, weil es halt natürlich eine Hybrid-Map ist. Es ist keine reine Wasserkarte auf jeden Fall. Aber es gibt überall so kleine Seen. Sie sieht ästhetisch sehr schön aus, muss ich sagen. Da haben die Herrschaften von Forgotten Empires auf jeden Fall eine hervorragende Arbeit geleistet, was das Design dieser Erweiterung angeht, muss ich ganz klar sagen. Es hängt das Spiel wieder. Das ist dann eher das Problem von Skylabs. Skybox Labs heißen die, glaube ich. Malayan heißen sie. Danke an Nico. Und schauen wir mal, das hier zu docken würde sich vielleicht sogar lohnen für den Teram, weil er dann sicher fischen kann. Der einzige andere Fisch wäre halt hier oben irgendwo. Auch hier hinten, das wäre sich echt ein sicherer Dock für das Team von Stefan. Ich nenne das Team jetzt mal Stefavi. Und das andere Team, aber da wird mir kein guter Name für einfallen. Ich nenne es einfach das andere Team. Naja, ich muss jetzt keine Teamnamen hier ausdenken. Ich bin mal gespannt, wo sie docken werden, wenn sie docken. Hier auch die Rhinoceros am Start. Die haben 400 Nahrung, so wie die Elefanten aus African Kingdoms. Das heißt, da kann man ein bisschen mehr absahnen. Hier auch die Wasserbüffel. Mit 150 Nahrung pro Stück. Alles sehr lustig, wie sie es da einfallen lassen. Also ästhetisch sind die Erweiterungen auf jeden Fall über jeden Zweifel haben. Auch die Kampagnen sind echt, echt cool geworden mit dem Map-Design auch. Das Einzige, was man halt bemängeln kann, ist, dass die HD-Version halt performancemäßig nicht so gut ist wie Wubli. Aber momentan läuft es eigentlich relativ okay, muss ich sagen. So, schauen wir mal. Wo geht der erste Dock hin? Von Stefan geht der Dock ins Zentrum. Wir schalten noch mal zu ihm um. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei Kachelmann in der Sicht. So, hier sind wir bei 16 Pop schon beim Stefan. Und der holt sich jetzt hier die ersten Fische. Auf solchen Maps immer wichtig, sich einen Dock statt einer Mühle zu holen, damit man eben das Holz hat, um auch Fischerboote zu machen. Wobei es auf dieser Map auch, glaube ich, keine Beerenbüsche gibt. Das heißt, man muss es so oder so machen. Ich schaue auch mal, ob alle Spieler das machen. Hier hat der Fenris schlau gesehen, dass er auch nach hinten docken kann. Aber sehr gut. Und auch Teram gönnt sich hier den See, den er ganz privat da im Prinzip in Beschlag nehmen kann. Und auch für Lasse gibt es den eigenen. Also es wird eigentlich eine ganz friedliche Wasseraktion hier. Ich weiß gar nicht, ob groß gerusht werden wird dann. Wenn wir sehen, ob Stefan die Mitte so ein bisschen erkundet, was mit den Booten. Bisher das Team tatsächlich die einzigen. Nein, Rot ist auch, Kachelmann ist auch in der Mitte. Aber ansonsten alle in ihren Privatflüssen sozusagen, in Privatseen am Start. Außer Blau, der Outgeskippt hat noch keinen Dock gebaut. Jetzt scheint mir aber dieser Dorfbewohner hier das Ganze zu übernehmen. Schauen wir doch einfach mal rein, was
Outkast da so treibt. Der ist jetzt bei 17 Populationen gerade, baut sich hier sein Dock schön sicher nach hinten. Das heißt, da wird, kann man da hin? Da kann man außen rumfahren tatsächlich. Also die Map ist einmal komplett eingeschlossen von Wasser. Diese kleinen Seen hier allerdings natürlich von außen nicht verfügbar. Und wie finde ich diese bewachsenen Steine, die an der Seite stehen, finde ich voll geil irgendwie. Alkopupsis. Naja, das Wort lese ich auch gerade zum ersten Mal, muss ich sagen. Aber man lernt ja immer wieder was. Hier, Kachelmann hat sich doch eine Mühle gegönnt, um ein bisschen Rehe zu sammeln. Sind nur 3 Stück, also hätte ich jetzt eher nicht gemacht, muss ich sagen. Schauen wir mal in die Population von Stefan. Der ist bei 25, also liegt schon ganz schön vor hier. Was hat er gesagt? Teram, der hat 20. Lasse ist bei 21. Kachelmann bei 19. Ravi bei 23. Fenris auch bei 23. Und wen haben wir noch? Den Outkast gibt, der ist bei 20. Also Stefan liegt da schon ganz ordentlich vor, jetzt auch bei 27 Silber. Denk mal sehr, dass er ein Fast Castle daraus spielen wird. Und mal sehen, ob sie sich dann irgendwie die Mitte mit Burgen schnappen, ob gelandet wird oder sowas. Bin sehr gespannt, was unser Spieler wie Stefan aus der Map, wie sie da macht. Er kennt sie halt wirklich genauso wenig wie die anderen. Da wir jetzt schon 2 Versuche hatten, wurde halt schon ein bisschen gesehen, wie diese Map aussieht. Es wird gerade geschrieben, dass wir auch mal ein bisschen in Fog of War, den Kriegsnebel einschalten, dass wir auch sehen, was alles gescoutet wurde. Das sieht der Stefan bislang. Wo ist eigentlich sein Scout? Ich sehe ihn gar nicht. Hier. Ach genau, er pusht die Rehe rein. Das ist natürlich ein guter Move. Da muss man keine Mühle bauen, kann die trotzdem ins Dorfzentrum halt reindrücken. Da hat Ravi auch ähnlich weit gescoutet bislang. Das hat keinen Plan, wie man Wassermap spielen muss. Aber das ist auch, denke ich mal, keine typische Wassermap. Also ich würde nicht sagen, dass man hier normal spielt. Sag ich mal, wie auf Inseln oder so. Das Team übrigens hat bereits Kartografie, weil Kachelmann als Portugiesen spielt tatsächlich. Die haben ja den Bonus, dass man von Anfang an Kartografie fürs ganze Team hat. Das ist echt nützlich. Dogspawn, Fallschirmspawn ist eigentlich auch die Essenz des Ganzen. Da hat er schon recht, der Terran. Und Fenris möchte rübergehen. Also es wird ganz spannend, was das Team macht. Sind halt wirklich zu fünft. Das heißt, die können sich auch so ein bisschen aufteilen, was die Aufgaben angeht. Aber es wird sehr, sehr schwer sein, Stefan hier beizukommen. Das ist halt ein Spieler, der ist auf jeden Fall einer in den Top 100 der Welt. Also ich habe in der Weltrangliste ist er auf Platz 70 oder sowas. Ich bin mich nicht 100% sicher, wie es da gerade steht. Ist eher ein Arena-Spiel, also auf Arena ist er auf jeden Fall einer der besten der Welt. Da muss man ganz klar sagen, das ist seine beste Map. Das hier finde ich auch interessant, dass er hier eine Mühle baut, um, was sind das für Viecher? Ah, Schildkröten zu sammeln. Das ist also so eine Art Shorefisch, Küstenfisch aus der Erweiterung. Und da kann man natürlich super schnell sammeln, wenn man die da sich holt. Ja, es ist so eine Sumpf-Tropen-Map, die halt neu dazugekommen sind. Da hast du ganz recht. Im Chat. Hier auch eine 3 Fischerboote für Kachelmann. Bei Stefan die klassischen 4. Ist jetzt in der nächsten Zeit. Welcher Spieler war nochmal Malai? Ich schau mal gerade durch. Hier sind Byzantiner. Malia. Byzantiner. Malai ist der Terran. Ist auch in der nächsten Zeit. Wie viel Pop ist er hochgegangen? Auch mit 29. Interessant. Das heißt, dass Stefan ohne den Geschwindigkeitsbonus der Malay genauso viele Dorfbewohner und genau die gleiche Zeit, mehr oder weniger, oder sogar noch schneller geschafft hat. Er baut jetzt auch einfach hier seine Schmiede und seinen Markt, um auch in die nächste Zeit zu gehen. Das heißt, er spielt ein klassisches Fast Castle hier. Kann man sich vor allem, wenn man weiß, dass man den anderen Spielern überlegen ist, auch auf jeden Fall leisten. Weil man halt nicht erwarten kann, dass man gerusht wird oder beziehungsweise für so eine Spielweise adäquat bestraft werden kann. Ich würde sogar fast davon ausgehen, dass er einfach boomt. Jetzt als Kälte natürlich auch mit dem Holzbonus eine super Angelegenheit. Sie haben aber auf ihrer eigenen Insel nicht allzu viel Holz. Also da muss man vielleicht auch schauen, dass man bald in die Mitte geht. Beziehungsweise inwiefern man die Mitte erobern muss, wird dann natürlich die Frage sein. Jetzt schauen wir mal rein, was Fenris, der den Job machen wollte, was der so treibt, ist mit 33 Populationen am Start gerade. Geht sehr stark auf Gold. Bin mal gespannt, was er treibt. Ob das auch ein Fast Castle wird erstmal. Jetzt bin ich hier hinten irgendwo am Start. Hier. Wer warten denn gerade so viel auf Gold? Habe ich mich verpeilt. Okay, das ist Terram. Der hat allerdings. Was macht der? Vielleicht spielt er auch Fast Castle. Schauen wir mal gerade. Hat er irgendwo seine Gebäude gebaut? Sieht nicht danach aus, als ob er Fast Castle spielt. Moment gehe ich mal davon aus, dass die Teams eigentlich noch ganz gut gebalanced sind. Also von dem, was ich von Fenris Lasse sehe, würde ich sagen. Sind sie halt immer noch Anfänger auf jeden Fall.
Und Stefan kann das halt locker mit drei, vier Anfängern auf einmal aufnehmen. Haben wir auch mal ein Video gemacht, haben wir mal eine Partie auch vor einer ganzen Zeit gemacht, wo er 1 gegen 4 gespielt hat und ich habe es gecastet. Findet ihr natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal, auf unserem YouTube-Kanal von Craig und mir. Würde ich dann, wenn ich das Ganze hier auf YouTube auch packe, natürlich auch in die Videobeschreibung tun. Da könnt ihr es dann finden. Stefan ist jetzt gleich mit einer krassen Zeit von 14, 30 maximal in der Ritterzeit. Also, hui. Nicht übel. Gar nicht übel. Scoutet hier so ein bisschen mit seinem Fischerbötchen. Wäre mal interessant zu sehen, ob so ein Tiger eigentlich ein Fischerboot angreifen kann. Jetzt müssen wir mal in den anderen Chat reinschauen, ob da irgendwas dazu geschrieben wird. Dass er so schnell war. Kachelmann jetzt auch auf dem Weg in die Ritterzeit. Also die meisten spielen so eine Art Fast Castle. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir ein paar Schiffe von Ravi schon am Start. Ja, eine Flotte sollte man auf jeden Fall machen. Und genau diese Areale hier mit diesen Bombenteilen drin, die sind tatsächlich bebaubar. Muss man natürlich aber trotzdem mit einem Schiff erstmal hinkommen. Das ist schon ganz richtig. Man kann nicht einfach. Also dazwischen ist halt normales Wasser. Was das hier für eine Art Wasser ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sieht ein bisschen anders aus nochmal. Und man kann auch zwischen den Bäumen durch. Also ihr seht, das sind keine dichten Wälder. Ja, und Ravi erobert jetzt erstmal das Wasser so ein bisschen. Markiert ein bisschen den Dicken, damit hier schon mal ein bisschen Kontrolle gewonnen werden kann. Ist aber so, dass er erstmal nicht allzu viel Schaden anrichten kann, weil halt nur Kachelmann von diesem Team hier gedockt hat. Jetzt auch Terram hier hinten am Start. Schauen wir mal bei ihm rein. Auch auf dem Weg in die Ritterzeit natürlich. Kriegt auch eine super Zeit hin, insgesamt 16er Zeit. Geht jetzt auf Stein. Schauen wir mal. Macht ein Transportschiff. Möchte also auch die Landung versuchen. Vielleicht auch in die Mitte gehen. Wir werden es sehen. Hier erstmal das Transportschiff von Fenris am Start. Sieht auch wunderschön aus von den Malian hier. Die Galeeren von Ravi natürlich aber auch am Start überall, muss man aufpassen. Lasse auch in der Ritterzeit mittlerweile. Nur noch Kachelmann und Fenris und natürlich auch Outgeskippt sind noch auf dem Weg. Das sind jetzt zwei schon mal, das heißt nur noch Kachelmann und Fenris übrig jetzt. Ach, Ravi ist auch noch nicht in der Ritterzeit, das brauchen wir auch noch. Schauen wir mal rein. Wie es bei ihnen da steht, er geht voll aufs Wasser erstmal. Vielleicht haben sie es auch abgesprochen, Stefan und er, dass Stefan halt hier boomt und er vielleicht ein bisschen ins Wasser spielt. Jetzt schauen wir erstmal, was Terra macht. Er geht in die Mitte, tatsächlich. Und schauen wir mal, was es wird. Ob er hier ein Dorfzentrum bauen will? Ja, möchte er. Vielleicht gar nicht so schlecht. Kann man auch Schiffe von abschießen, natürlich. Kann man hier mit dem Spion-Fischerboot, wer kennt das nicht? Genau, man kann halt diese Inseln als Brückenkopf benutzen. Müsste ja zum Abbauen, muss man da hin, genau. Kann man halt auch bauen und muss man sogar irgendwann vielleicht. Das ist, denke ich mal, eine wichtige strategische Position letzten Endes, auch weil da viele Ressourcen sind. Raus mit Galeeren unterwegs, ist ganz richtig. Ich lasse es jetzt auch mal hier auf Navi Sicht vielleicht einfach zu so gucken, ob er weiß, wie viele Leute auf Wasser sind und wie viele nicht. Er weiß von einem Dock bislang nur. Hier zwei. Hier ist er natürlich auch am Start. Das heißt, Ravi macht das schon ganz gut. Schauen wir mal, wie es bei Terran aussieht. Der möchte, glaube ich, erstmal seine Wirtschaft ein bisschen aufbauen. Hat auch hier schon zwei TCs am Start. Das finde ich gar nicht so falsch. Also, desto länger das Spiel dauert, desto besser könnte es natürlich werden. Allerdings, Stefan halt mit dem stärkeren Boom, selbstverständlich. Das heißt, der geht hier null auf die Gegner drauf. Bin mal gespannt, wie das jetzt mit den Landungsoperationen hier weiterlaufen wird. Schauen wir mal die Spieler an, die das vorhaben. Hier der Fenris zum Beispiel. Der wollte doch irgendwas machen in Hinsicht. Wo ist denn ein Boot? Ich finde es gerade nicht. Hier fährt er lang. Was hat er da drin? Sehen wir jetzt. Hier kommen jetzt aus. Dorfbewohner. Das heißt, jetzt müsste er erstmal was bauen. Hier ein Fischerboot von Stefan. Das heißt, Stefan sieht auch das Transportschiff sofort. Schauen wir doch mal, wie er darauf reagiert. Hat jetzt auch hier übrigens einen Siege Workshop gebaut. Vielleicht möchte er auch bereits die Imperialzeit so ein bisschen anpeilen. Schauen wir mal bei ihm rein. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, der boomt erstmal. Gibt es hier irgendwelche Schiffe, die noch gemacht werden? Nee, eine Mange wird gemacht. Hier sieht er gerade, ja, das wird nichts werden. Das kann er auf jeden Fall aufhalten. Geht er mit dem Scout noch rein, dann wird das schon, ja. Ja, Ravi hat das eigentlich ganz gut unter Kontrolle hier in der Mitte. Macht das schon ganz gut.
Wenn er dann herausfindet, dass er außenrum fahren kann, dann könnte er noch richtig viele Fischerboote absahen, natürlich. Hier hinten wird halt viel Fisch genutzt. Und das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Die Reisfarmen, die kann man halt auf diesem Gelände bauen. Sehr interessant. Auch neu dazugekommen mit der Erweiterung. Die sehen halt wirklich nochmal ganz schick aus. Also, warum werden solche Maps nie gespielt? Das ist mir unbegreiflich. Finde ich eigentlich ganz cool, sowas. Schauen wir bei Ravi nochmal, wie viel Bevölkerung er hat. 59. Das meiste, was auf dem Wasser unterwegs ist, ist halt von ihm. Und was haben wir hier hinten? Eine Karavelle. Super, da sehen wir ja richtig viele neue Sachen hier. Beziehungsweise, ja, Erweiterungssachen zumindest. Dass der Kachelmann hier eine Spezialeinheit auf dem Schiff, Schiffsspezialeinheit macht. Aber alleine wird die gegen diese Masse natürlich nicht ankommen. Da wäre vielleicht auch ein bisschen Unterstützung von Terram gefragt, aber der spielt halt hauptsächlich die wirtschaftliche Variante. Lasse jetzt auch in die Mitte gedockt, hat ein Feuerschiff am Start, aber das wird gegen die Flotte von Ravi, glaube ich, noch nicht reichen. Hier kriegt er nochmal einen Kill. Das Fischerboot, was das da gemacht hat, ist unbegreiflich, aber das Feuerschiff von Outgeskippt geht hier auch drauf. Die Byzantiner im aktuellen Metagame auf Wasser natürlich eine sehr starke Sif, weil die Feuerboote von denen schneller angreifen können. Dadurch sehr, sehr stark. Und die Feuerboote sind halt viel, viel stärker natürlich in den Erweiterungen. Immer noch auf drei Dorfzentren, wie ich es hier sehe. Ein Workshop hier gebaut zur Verteidigung ausschließlich bislang. Noch nicht woanders hingegangen. Es baut auch hier überall die Häuser an die Küste. Das ist eine ganz schlaue Sache, damit man halt sieht, wenn ein Gegner landet. Das merkt man das ganz früh. Das letzte einzige Spieler, der in die Mitte gegangen ist, ist der Terran. Und der einzige, der wirklich Wasserkontrolle ausübt, ist Ravi. Ich glaube, ich habe schon mit Ravi gespielt. Ich bin mal nicht 100% sicher. Ich weiß aber, dass Terram halt recht eingerostet ist. Hat halt länger nicht mehr so aktiv gespielt. Deshalb habe ich einfach aus dem Bauch aus mir gedacht, dass Ravi der zweitbeste Spieler in der Lobby ist und ihn halt deshalb zu Stefan gegeben fürs 2 gegen 5. Bislang sieht es auch so aus, ob das eigentlich eine ganz gute Idee war, so von der Balance her. Es sind halt immer noch 5 Spieler, die hier gegen 2 spielen, aber Stefan ist halt schon sehr krass und ich denke, Ravi macht auch bislang einen sehr, sehr guten Job. Wurde hier alles leergefischt? Ja, noch nicht ganz, da Terram immer noch einiges, was er nutzen kann. Lasse macht sich auch mittlerweile sehr breit hier. Schauen wir noch mal, was die Bevölkerung so sagt. Also Stefan ist bei 84, dann haben wir, das hat nicht viel funktioniert, den Kachelmann bei 62, der hier hinten seine Boote verliert. Den Outgeskippt bei 60 Population, Lasse bei 62, Terram bei 77, Fenris bei 54. Stefan, wie gesagt, bei 88. Geht uns auch in die Imperialzeit. Und Ravi bei 69. Also Stefan da doch mit einer deutlichen Führung. Terram dann als zweitstärkster insgesamt aktuell. Bin ich mal gespannt, was das wird. Hier sehen wir, Fenris hat es geschafft, eine erfolgreiche Landung zu vollführen. Schauen wir mal, ob das gespottet wurde. Wurde es, weil die Fischerboote von Ravi natürlich hier vorbeigurken. Schauen wir mal, was er daraus machen möchte. Und vor allem, was Stefan jetzt vorhat. Weil er halt. Oh, hier sehen wir es auch schon. Baut er halt eine Burg. Denke ich mal, ja. Und will dann mit seinen Spezialeinheiten wahrscheinlich ein bisschen raiden gehen, einfach. Die World Raider, die Freischärler. Sehr starke Einheit, was das angeht. Der macht ja das Upgrade für die Kollegen. Das hat der Uni. Die hat er wahrscheinlich zum Hochklicken benutzt, nur. Ja, seine Wirtschaft super aufgebaut, natürlich. Natürlich gibt es, Lasse fragt es gerade im Dock auch, es gibt noch andere Upgrades als im Dock, nämlich die Pfeil-Upgrades zum Beispiel. Und natürlich auch Ballistik. Ganz wichtig. So, mal sehen, was sie hiermit anfangen können. Das wurde ja gerade auch schon vor einer Weile gespottet, denke ich mal. Was macht er eigentlich hier drin? Langschwertkämpfer. Bin ich nicht so überzeugt von, dass das die richtige Idee ist. Haben natürlich aber sehr viel Verteidigung, wenn man die als Malier spielt. Genau, gute Idee. Ich schaue mal nach, ob sie die Burg schon gespottet haben. Und das haben sie bereits, denn sie ist fertig. Und die schießt jetzt erstmal ein paar Dorfbewohner vom Terram ab. Dann schauen wir doch mal, was der Terram da so zu sagen hat. Bin auch was weiteres gebaut. Er sagt, mach dich gleich weg. Ich glaube, er bezieht sich hier auf die Kasernen. Hat vor Fenris nicht allzu viel Angst, der gute Stefan. Ja, das Wasser wird immer noch größtenteils von Ravis Flotte hier in Beschlag genommen, wie ich das sehe. Auch hier hinten hat er sich bereit gemacht. Was sie sagen, seine Upgrades hat natürlich alles drauf. Super Sache. Und jetzt kommen halt hier die World Raiders, denke ich mal. Schauen wir doch mal, was Stefans Produktion sagt. Er hat drei World Raiders drin. Macht Iron Casting.
Immer noch weiter kommt hier an Schiffen, kommt erstmal nichts. Ich habe das Gefühl, Stefan möchte die Mitte so ein bisschen ignorieren eigentlich. Also es sieht nicht so aus, ob er sich da so groß verbreitet. Lasse kommt jetzt mit seinen Schiffen an. Die können aber gegen die Burg erstmal nichts anrichten, natürlich. Möchte er wahrscheinlich, denke ich mal, Stefan versucht jetzt hier erstmal die Spieler auf ihrer Insel einfach zu bekämpfen. Aber Ravi hält das, hält die Mitte ja eigentlich auch ganz gut unter Beschlag, wenn er seine Flotte wieder hier oben hin verfrachtet. Fahren jetzt hier die Küste entlang. Er hätte noch zu Blau fahren können, um ihm auch noch mal ein bisschen was abzuzwacken. Schauen wir mal, was Ravis Wirtschaft sagt. Hat sehr viel, kann jetzt auch in den Piratset klicken, wenn er das entsprechende Gebäude baut. Da wird noch was fertig hier. Dann kann er auch hochklicken. Stefan ist eiskalt, der baut hier noch eine Burg hin. Hat wahrscheinlich auf den Score geguckt, gesehen, Teram ist der stärkste Spieler aktuell im gegnerischen Team. Er hat auch natürlich in der Lobby am Anfang gesehen, Teram da mit der höchsten Dings. Elo in der Lobby gewesen von diesem Team. Ja, das wird jetzt knapp vielleicht für den Teram, wenn er hier halt noch nicht voll geboomt ist, sondern gegen den Imperial Stefan spielen muss hier. Schauen wir mal. Also die Produktion, irgendwie kommt da nicht so viel. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Wo sind seine Einheiten? Er hat tatsächlich erst 6 Einheiten gemacht. Das heißt, der Rest ist wirklich komplett Wirtschaft. Hier wird schon ein bisschen gehandelt, ein bisschen früh und auch das Upgrade nicht drauf gemacht, sodass die ein bisschen langsam hier durch die Gegend zockeln. Jetzt müssen sie wirklich sich darauf konzentrieren, Teram hier zu verteidigen. Also alle Mann rüber, beziehungsweise ein, zwei vielleicht noch weiter, um das Wasser zu kämpfen. Ravi kümmert sich mittlerweile darum, die Schwertkämpfer scheinen nicht allzu viel angerichtet zu haben. Die Elite War Raider, denke ich mal, sind es schon. Ja. Können sich mit Hilfe der Burg natürlich auch exzellent um diese Schwertkämpfer kümmern. Das sollte kein Problem sein für Stefan. Und jetzt geht die Party los hier. Jetzt laufen die War Raider einfach schön in die Eco rein. Hier auch der Handel wird nicht von Erfolg gekrönt sein, wenn hier die Einheiten von Stefan ihr Unwesen treiben. Was sieht ihr denn so von der Map? Ist noch nicht irgendwo durchgelaufen. Das heißt, er möchte wirklich tatsächlich erstmal Teram wirklich aufs Korn nehmen hier. Sagt Kachelmanns, ja, er hat sehr viel Gold gesammelt, fehlt aber noch sehr viel Nahrung, um die Zeit zu gehen. Könnte eventuell ein bisschen einkaufen gehen. Versucht hier mit Outgeskippt zusammen das Wasser zurückzuerobern und macht hier seine Karavellen. Die sind so ein bisschen wie Skorpione auf Wasser. Die schießen also durch mehrere Einheiten hindurch. Das ist eigentlich ganz interessant. Aber der hat noch nicht ganz so viele Upgrades wie eben der Ravi. Das heißt, Ravi kann das hier auch weiterhin gut kontrollieren. Jetzt schauen wir mal, was kriegt. Kommt Hilfe. Jetzt läuft Kachelmann hier rüber. Was hat er vor? Teram ist hier relativ sicher, weil da halt eine Burg steht. Das heißt, da kann nicht so gut gelandet werden. Aber es sieht halt mittlerweile doch sehr schwierig für ihn aus. Schauen wir mal, was seine Bevölkerung sagt. Ist bestimmt sehr weit abgesackt, was das angeht. Der ist unter 100. Hier macht dann, wo macht der Imperialzeit? Hier, okay, das ist also noch nicht in Gefahr, das Dorfzentrum. Das heißt, das wird auch noch fertig. Jetzt kommen auch die Belagerungsrahmen, weil gleich werden es, beziehungsweise gleich werden es Belagerungsrahmen sein. Ravi jetzt auch in der nächsten Zeit. Und mit den Schiffen hier zugange. Also aktuell sieht es sehr schlecht aus für Team Kachelmann. Oder Team Kachlasteram Out Fenris. Wie ich sie auch gerne nenne. Jetzt kommen hier ein paar Ritter von Lasse an. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen zu schwach sind vielleicht noch. Schauen wir mal auf die Upgrades. Ja, leider sind es byzantinische Ritter. Haben natürlich keine Zuchtlinien, dadurch insgesamt weniger Lebenspunkte. Ja, es sieht schon übel aus im Moment. Ich denke mal, dass Teram hier nicht lebend rauskommt aus der Situation. Die Fischerboote könnte er noch benutzen, dass er so ein paar, wie heißen die Dinger nochmal, Reusen oder so baut. Damit sie nicht einfach nur rumdümpeln. Ja, das Wasser scheinen sie auch aktuell nicht zurückerobern zu können, weil der Ravi halt da wirklich komplett gute Arbeit leistet. Holt sich auch das nächste Upgrade bereits. Dry Dock holte sich auch. Das heißt, jetzt haben sie Panzerung dazu bekommen, haben Reichweite dazu bekommen, haben mehr Lebenspunkte. Wird sehr schwer, jetzt hier das Wasser zurückzuerobern, wenn diese Flotte hier weiter aktiv bleibt. Allerdings haben sie natürlich noch die Docks hier hinten. Ah, die War Raider, die laufen einfach hier schön durch. Das ist halt eine hervorragende Einheit, um einfach mal ein bisschen Stress zu machen, Wirtschaft zu zerstören. Wirklich eine super Sache. Es kommt jetzt hier nochmal eine Burg. Also Stefan macht wirklich keine halben Sachen. Ist bestimmt auch schon am Bevölkerungslimit mittlerweile, aber so gut wie. Hier wird nichts gemacht. Hier kommen die Belagerungsräume jetzt. Hat ein bisschen Gold erobert, das heißt, er muss die Mitte gar nicht nehmen. Also Stefan spielt hier die Map ein bisschen aus, dadurch, dass er einfach
seine Gegner anderweitig schon platt machen kann. Ja, ich stimme da dem Phantom Master im Chat eigentlich zu, muss ich sagen, weil doch relativ deutlich momentan aussieht. Aber hier nochmal eine Landung von Fenris. Schauen wir doch mal, was Ravi davon sieht. Er sieht die Gebäude hier auf jeden Fall. Also Fenris ist der Einzige, der versucht, hier so ein bisschen auf der anderen Seite Druck zu machen. Aber sie müssen halt viel eher die Stellung halten hier. Und Terram muss entkommen irgendwie und versuchen, woanders nochmal neu aufzubauen. Immerhin ist er in der Mitte, das ist schon mal ganz gut. Aber jetzt hat er sich hier hinten zu seinem Verbündeten zumindest mal retten können. Hier ist eine Burg am Start von Outgeskippt. Da würden die World Raider, glaube ich, erstmal noch ein bisschen drüber lachen, weil die halt auch vier Verteidigung, plus vier Verteidigung natürlich haben. Was das angeht. Oh, und jetzt, das finde ich clever hier. Mit dem Triburg in die Mitte ballern. Und Stefan einfach mal mit doppelt so vielen Punkten wie der zweitbeste Spieler. Oder ungefähr doppelt so vielen. Ja, der ist schon nicht schlecht, der gute Mann. Ja, ich sehe gerade nicht, wie sie aus der Situation irgendwie entkommen können, weil jetzt laufen halt diese World Raider wirklich überall rum und zerstören die Wirtschaft, die sowieso von ihnen natürlich schwächer ist, weil sie einfach weniger erfahrene Spieler sind natürlich. Das heißt, Stefan hätte in jedem Fall die stärkere Wirtschaft, aber macht jetzt auch noch die, die seine Gegner aufgebaut haben, zunichte. Die Burg hier wird demnächst fallen. Ja. Jetzt kommt zumindest mal ein bisschen Druck hier von Wasser, von Outgeskippt, aber da müssten wahrscheinlich einfach, müsste einfach die Flotte von Ravi mal kurz vorbeischippern und das Ganze würde sich schnell erledigen. Hier oben wird auch nicht so richtig genutzt. Schauen wir mal rein. Ja, immer noch die Schwertkämpfe halt. Er sollte sich vielleicht mal das Upgrade auf die nächste Zeit kaufen. An sich Schwertkämpfer keine schlechte Idee gegen die World Raider, aber dafür brauchen sie Upgrades und müssen auch die Masse haben. Die Kataphrakte sind, oder die gepanzerten Ritter von den Byzantinern sind eine super Einheit gegen Infanterie. Braucht aber mehr von. Ich glaube, das Outgeskippt da noch nicht ganz an Upgrades hat. Er ist aber in der Imperialzeit, könnte also auch das Elite-Upgrade sich gönnen. Die sind hier auf jeden Fall on the case, die laufen hinterher und lassen die nicht locker hier. Ja, vielleicht per Cheats könnten sie noch gewinnen, aber das wäre auch das höchste der Gefühle vielleicht. Sieht gerade sehr, sehr klar aus für Steam, für Team Steam, für Team Steffi. Steffi, nennen wir mal Steffi, oder was habe ich eben gesagt? Rafa? Ist mir eigentlich auch egal. Was ist gut gegen die Kelten-Spezialeinheit? Ja, gute Frage. Die Kelten-Spezialeinheit hat natürlich viel Speed, hat einen hohen Angriff, hat aber nicht besonders viel Nahkampfpanzerung. Das heißt, mit starken Nahkampfeinheiten kann man sie sehr gut besiegen. Also Ritter sind eigentlich immer eine gute Sache. Sie haben trotz ihrer Panzerung, kann man sie auch mit Fernkämpfern besiegen. Also sie sind so eine Art Schwertkämpfer, die aber sehr schnell sind. Das heißt, sie sind gegen alles, was auf Reichweite setzt, ein bisschen besser, weil sie jetzt schneller beim Gegner sind. Aber sie sind allgemein eigentlich so ähnlich wie die Elite-Kämpfer am Start. Diese Burg von Kachelmann konnte verhindert werden hier erfolgreich. Skorpione kann man durchaus machen, aber dafür sind sie vielleicht auch zu schnell, gerade in Masse, eine eher gefährliche Entscheidung dann. Ja, Terram hat sich hier rüber gerettet, macht aber genau das Richtige, dass er versucht, halt sie ein bisschen zurück zu boomen. Also nicht aufgeben, sondern schön weiter Wirtschaft pumpen. Ich glaube, wenn Stefan hier weiter runtergehen würde mit seinem Tribut, dann könnte er auch das Dorfzentrum in der Mitte wegballern. Die einzige wirklich sichere Oase hier gerade für Terrams Wirtschaft. Und hier wird weiterhin gefragt, was ist der Konter für die Keltentypen? Was ist er nochmal für eine Sith eigentlich? Er ist Byzantiner, also er könnte seine Spezialeinheit machen. Ritter eigentlich auch keine schlechte Idee. Jetzt ist es aber so, dass die Kelten natürlich auch hervorragende Hellebardiere haben. Die haben ja schnellere Infanterie insgesamt. Hallo an Cosplays. Ja, an sich kann man bei den Streams immer mitspielen. Das sind Community-Spiele natürlich. Jetzt sind wir hier in einem Spiel, wo ich nur zugucke und kommentiere. Hier unten eine Landung mit den Kataphrakten übrigens. Gibt ein bisschen Wirtschaftsschaden rein. Mal sehen, wann Ravi das merkt. Also jetzt kommentiere ich halt gerade nur, weil meine Maus leider den Geist aufgegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich nach der Runde noch eine mache. Es kommt darauf an, wie lang es jetzt geht. Ist aber auch schon was spät und ich habe auch ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Müsste auch nochmal später Nacht kochen jetzt. Hab, glaube ich, sonst nichts da, was ich so schnell mache, auf die Schnelle machen könnte. Das nur so nebenbei. Ich glaube aber, dass diese Partie schon entschieden ist. Weil Ravi halt das Wasser ganz klar kontrolliert und Stefan hier auf Land alles wegsenst.
was nicht nied- und nagelfest ist, beziehungsweise auch was nied- und nagelfest ist, wird auch weggesetzt eigentlich. Er ist lange PopCapped, kann, denke ich mal, seinem Kollegen auch ein bisschen Ressourcen geben, falls er das brauchen sollte. Aber ich glaube, Ravi ist da eigentlich auch ganz gut versorgt insgesamt. Nee, er hat noch nicht ganz die Bevölkerungslimit, das Bevölkerungslimit ausgereizt. Müsste da vielleicht noch ein bisschen drauf treten. Aber schauen wir mal, was haben wir hier am Start. Die Orgelkanonen, sogar Elite bereits zum Kachelmann. Die sind auch nicht schlecht gegen Infanterie. Wir gegen die Ward Raiders im Speziellen, aber nicht so gut, weil die halt Mindestreichweite leider haben. Was sich ganz gut eignen würde, wäre dann in dem Fall für die Portugiesen eigentlich auch die leichten Kanoniere, weil die halt allgemein guten Schaden machen gegen Infanterie natürlich. Bonusschaden, 10 pro Schuss. Outkiss gibt jetzt mit den Champions am Start, das heißt, wir können uns auch mal vergleichen. Also die haben 70 Lebenspunkte, 15 Angriff aktuell, also wir können noch mehr haben natürlich. Und 3 Verteidigung, dann schauen wir mal als Vergleich. Haben wir 80 Lebenspunkte, 17 Angriff, 3, 5 Verteidigung. Also eine bessere, schnellere Version aktuell. Jetzt ist aber so, dass Outkiss gibt noch nicht alle Upgrades hat, das heißt, das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange in diesem Sinne. Hier versucht Terra mit Bogenschützen das erstmal. Sind an sich nicht schlecht. Wir sehen hier, die werden mit den Warriors eigentlich ganz gut klarkommen. Allerdings mit den Rammen natürlich nicht. Die Rammen sind halt ein Konter gegen Bogenschützen in dem Sinne, weil sie das einfach so einsaugen sozusagen, das Feuer. Aber jetzt wird hier in der Mitte schon ein bisschen Stress gemacht auf jeden Fall. Es scheint sich ein bisschen auszuzahlen. Aber vor allem, weil Ravi nicht so richtig aufpasst und das nicht so ganz in den Griff kriegt. Guck mal rein beim Fenris, was seine Upgrades sagen. Aber da irgendwie mal kommt. Jetzt kommen die Zweithandschwertkämpfer sind auf dem Weg. Dann könnte als Malia nochmal richtig stressen. Die haben halt den Vorteil, dass sie ja pro Zeitalter nochmal einen Fernkampfpanzer draufbekommen auf ihre Schwertkämpfer. Und das heißt, dass sie halt sehr, sehr gut sind gegen alles, was schießt. Ach genau, stimmt. Die Byzantiner kriegen kein letztes Upgrade auf ihre Infanterie oder auf Nahkampf, das ist richtig. Jetzt spielt hier Ravi nochmal die Seedominanz ein bisschen aus und snipet hier die ein oder andere Orgelkanone weg. Was geht hier hinten ab? Hier wird noch eine Ramme weggeschnetzelt von den blauen Champions. Auch es ist ein Team-Effort, dass hier versucht wird, das Ganze zu retten. Die alle von allen Einheiten ein bisschen was am Start. Auch hier die Gebetos von den Malian, die sind eigentlich nicht schlecht gegen andere Infanterieeinheiten. Geht hier ab. Ah, jetzt wird das Dorfzentrum geht wohl drauf. Dass die Typen immer noch am Leben sind, finde ich insgesamt ziemlich krass eigentlich, muss ich sagen. Also zwei Handschwertkämpfe am Start, also dafür, dass ich mich so über Fenris Landungsversuche. Was haben wir hier? Danke an Julio 909090. Danke, dass du den Follow da gelassen hast. Ich hoffe, du hast Spaß. Ja, also Fenris macht das eigentlich sehr clever. Ist der Einzige, der tatsächlich hier so ein bisschen Gegendruck macht. Ja gut, Outgeskippt hat auch ein paar Einheiten hier gelandet natürlich. Die Katafrakte sind da am Start. Ist aber auch eher derjenige, der hier versucht, den allmächtigen Stefan ein wenig aufzuhalten. Schauen wir mal bei ihm nochmal rein hier. Der Stefan mittlerweile nicht mehr bei Maximalpopulation, produziert auch nicht durchgängig, glaube ich. Aber er setzt auch nur auf seine Spezialanlage aktuell. Hat damit ja auch bislang ganz gute Erfolge erzielen können. Hier mittlerweile auch einiges wieder aufgeräumt, dank der Rammen, denke ich mal. Und die Mitte hier wird immer noch von Terram exklusiv beansprucht. Wie sieht es mit Gold aus? Das sieht beim Stefan immer noch recht gut aus eigentlich. Geht jetzt hier mit seinen Wolves am Start. Hier sehen wir übrigens nochmal wunderschön, dass meine Scouts alle das Gesicht von Daud haben. Jetzt haben sie leider die leichte Kavallerie erforscht. Das heißt, Daud ist nicht mehr am Start. Und Ravi baut einfach eiskalt sein Dorfzentrum wieder da, obwohl der Schwertkämpfer noch nebenan steht. Und der hackt jetzt hier schön die Dorfwohner zu Stückchen. Leute, das Match ist doch weg. Kann gut sein, aber es wird noch Druck gemacht auf jeden Fall. Ich würde noch nicht ganz aufgeben, aber Terram, ich kann verstehen, dass er gefrustet ist, weil Stefan halt überall immer wieder ausmistet. Ja, mittlerweile aber Fenris durchaus mit ein paar guten Truppen, die hier helfen können. Auch die Debatto ist gut upgraded, bräuchte noch das Elite-Upgrade natürlich. Es wird aber seine Landung hier ein bisschen aufgeräumt wieder. Stefan könnte jetzt mittlerweile halt auch diese Seite natürlich einnehmen, wenn er möchte. Also so ein bisschen die Wirtschaft hier verlagern. Schauen wir mal, was er alles so sieht. Er hat halt überall auch diese Außenposten hingeklatscht. Das heißt, er kann auch ganz gut die Map insgesamt sehen. Wird sich jetzt hier um die weiteren Dorfzentren auch von Terram kümmern, der hier leider die Arschkarte gezogen hat sozusagen. Dass Stefan sich sehr auf ihn konzentriert insgesamt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, von Stefan auseinandergenommen zu werden.
Schauen wir doch mal beim anderen Team rein. Was geht bei Fenris, der hier aktuell den meisten Druck ausüben konnte? Hat noch nicht das Champion-Upgrade gemacht. Das müsste er sich auf jeden Fall noch gönnen. Dann werden die nochmal stärker auf jeden Fall. Hier mittlerweile outgeskippt, auch erfolgreich mit seinem Abrissunternehmen. Also langsam macht sich die Masse bemerkbar der Gegenspieler, aber trotzdem pusht Stefan halt immer unerbittlich weiter. Das heißt, es wird hier immer noch weiter fertig gemacht. Ich bin seit dem 1. April wieder in Deutschland. Entschuldigung. Und Aniyama, ich weiß noch nicht, ob ich nach der Partie nochmal eine mache. Müsste ich halt gleich gucken, wie lange es hier noch geht und wie ich mich dann so fühle. Das haben wir hier am Start. Da kommt der mit den Condottiero, die finde ich auch sehr cool. Condottieri heißen sie im Plural. Italienische Spezialeinheit, die das ganze Team nutzen kann. Ist so eine Art von, werden auch wieder Champion. Ist aber auch schnell und gegen Schießpulvereinheiten gut. Das heißt, im Übrigen, dass wenn jetzt halt hier das Team auf der großen Insel tatsächlich versuchen sollte, die Wood Raider vom Stefan mit Schießpulver zu kommen, dann könnte der Stefan auch diese Condottieri eben benutzen, weil er einen italienischen Teampartner tatsächlich hat. Die könnte er nochmal weiter in die Wirtschaft schicken. Ich glaube, die sind mittlerweile sehr gefrustet von diesen ganzen Idioten, die in ihrer Wirtschaft rumlaufen. Outgeskippt hier aber mit seinen Champs, die müssten eigentlich ganz gut klarkommen hier. Schauen wir mal, wie diese Schlacht hier ausgeht. Leider haben sich ein paar auf die Rammen konzentriert, sodass die Wood Raider hier in Überzahl kämpfen aktuell. Aber die Produktionsstätten sind halt hier dran, das heißt, das geht insgesamt gar nicht so schlecht aus. Ja, da auch noch ein paar Dorfwohnen am Start aus irgendwelchen Gründen. Hat auch eine Flotte aufgebaut mittlerweile, die sich sehen lassen kann. Wie sieht es dabei Ravi aus? Der hat Kanonen auch am Start mittlerweile auf dem Wasser. Hat aber einiges an Flotte wieder verloren. Das heißt, da hat es wahrscheinlich die ein oder andere Seeschlacht gegeben, die wir leider verpasst haben. Die Rammen räumen mittlerweile auch die Docks auf. Weiteres Dorfzentrum hier für Fenris. Aktuell wird nicht mehr produziert, aber er hat immer noch ein paar Gebäude hier. Die Champions sind am Start, die Chevaliere sind am Start. Von allen wird ein bisschen was gemacht. Die Chevaliere ja auch mit dem Spezial-Upgrade der Malia im Übrigen, dass sie insgesamt sogar plus 7 Angriff kriegen. Damit kriegt man nämlich plus 5 Angriff auf alle Cavalry-Einheiten mit der Spezialtechnologie. Und leider kriegen sie die letzten normale Angriffs-Upgrades nicht. Das heißt, insgesamt kriegt man damit sozusagen 3 mehr als anderes kriegen würden. Also ich bin von Fenris eigentlich ganz begeistert. Der macht das wirklich toll. Der Einzige, der tatsächlich die gegnerische Insel ein bisschen besetzen konnte bislang. Und natürlich outgeskippt auch erwähnenswert in der Hinsicht. Hat sich natürlich auch engagiert. Hier muss auf jeden Fall noch ein Goldlager gebaut werden, damit das auch alles funktioniert. So, hallo, Andi, habe ich ganz übersehen. Ja, du hast ein episches Spiel verpasst. In dem Saftschüttler auch mit dabei war. Kannst du dir dann auf YouTube später gönnen. Oder auch im VOD hier auf Twitch, auch wenn das nicht so gut funktioniert, wie ich finde. Ich würde das Ganze natürlich auch exportieren, letzten Endes. Habe noch ein paar Spiele vom Teststream am Dienstag, die ich noch online stellen wollte auf YouTube. Ja, was machen sie hier? Also da gehen sie weiter auf die Condottieri. Die sollten zumindest mit den Schießpulvereinheiten fertig werden, aber gegen die Chevaliere sind sie nicht so krass. Also noch gibt das Team nicht auf, auch wenn die Flut an Stefans Einheiten immer wieder reinkommt. Er mittlerweile aber nicht mehr an der Maximalbevölkerung, auch gar nicht mal so in der Nähe davon. Baut er noch Wirtschaft? Nein. Hat seine Produktion gerade auch so ein bisschen runtergefahren. Muss ich vielleicht mittlerweile doch mal ein bisschen um die Heimat kümmern. Vielleicht baut er auch seine Wirtschaft hier hin. Ja, macht ein bisschen, sammelt ein bisschen Stein. Hat sehr viele Ressourcen, um weiter... Oh, was war das denn? Ah, Mangonel, klar, da. Hat er versucht, diese Truppen hier zu bezwingen damit. Die haben keine Defensiv-Upgrades, gehen also auch relativ schnell drauf insgesamt. Ja, Stefan könnte müde sein, ich weiß. Vielleicht lässt er seine Aufmerksamkeit nach, auch weil er wirklich hier mit vielen Gegnern auf einmal natürlich zu tun hat, letzten Endes. Aber er ist ein sehr erfahrener Spieler. Schauen wir mal, wie sich die Jungs hier machen. Ja, ich habe es befürchtet, dass es tatsächlich mit der Mindestreichweite den Orgelkanonen so ein bisschen zum Verhängnis werden könnte. Hier noch ein paar, die sich nicht so angesprochen fühlen. Jetzt werden sie eingeladen zum Kampf. Taran weiterhin stark auf der Mitte vertreten. Hat mittlerweile auch sich auf die gegnerische Insel begeben und sich da ein bisschen beizumachen. Ist auch fleißig dabei zurückzuboomen, nehme ich mal an.
Ja, er gibt nicht auf. Er weiß, sein Team hält die Schlachtlinie noch so ein bisschen. Hier werden wieder ein paar Champions in die Schlacht geworfen von Lasse diesmal. Den fehlen aber auch einige Upgrades. Aber im Vorbeilaufen schnetzeln sie den Wurz natürlich schnell die Beine weg. Vor allem unterstützt von Karamans Orgelkanonen halt. 20 Angriffe haben die übrigens. Ziemlich hoch. Ist aber keine besonders starke Einheit, leider, die Orgelkanonen. Weil sie halt die Mindestreichweite haben, nicht allzu viele Lebenspunkte. Und das ist eine Belagerungswaffe, das heißt, sie sind auch gegen Nahkampf allgemein nicht so gut. Ja, die Schlachtlinie verschiebt sich ein bisschen, aber ich glaube, dass mittlerweile das Team sich sehr stabilisiert und vielleicht auch mal irgendwann darüber nachdenken kann, das Areal zurückzuholen. Das macht Taram hier eigentlich ganz frech, aber er müsste die Burg ja sehen. Er reagiert noch nicht drauf. Hier mittlerweile auch Stefan in der Mitte am Start, hat eine Burg gebaut. Kann sich hier vielleicht mit ein, zwei Militäreinheiten auch durch die Mitte schnetzeln, so ein bisschen, dass er das auch noch aufräumt. Dann ist natürlich der Taram mal wieder der Leidtragende. Hier gibt es aber einige Ställe. Mal sehen, was er da so macht eigentlich. Leichte Kavallerie. Ja, was anderes kann er sich vielleicht gar nicht leisten. Er hätte vielleicht auch ein paar Elefanten machen können. Das wäre ganz interessant gewesen. Leider noch keine Elefantenreiter hier am Start. Die finde ich auch sehr, sehr cool designt, muss ich sagen. Ja, Taram kann ein bisschen leid tun, er ist irgendwie hier immer das Hauptziel aktuell. Mittlerweile die Koalition, die Achse des Guten hier, versucht es mit dem Imperium Stefan aufzunehmen. Diese Schlacht sollten sie gewinnen, denke ich mal, auch wenn sie hier mit der Burg zu kämpfen haben. Aber hier sind alle Kräfte vereint, versuchen hier das Ganze so ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen. Vielleicht muss Stefan irgendwann mal darüber nachdenken, auch mal andere Einheiten zu machen, als nur seine Spezialeinheit. Hier die Burg killt jetzt leider erstmal wieder ein paar Leute vom armen Terram, aber der rächt sich hier oben ein wenig. Also so ganz entschieden ist das Ganze natürlich hier noch nicht, auch weil die Mitte, glaube ich, aktuell eher von der Achse des Guten gehalten wird, sozusagen. Das Mikrofon justieren hier. Hier hinten sammelt auch Fenris noch weiter schön Gold. Wie sieht es mit seiner Bevölkerung eigentlich aus? Ist bei 138 aktuell. Hauptsächlich leichte Kavallerie wird produziert hier, aber sowas von, das wird da richtig rausgeballert. Da vielleicht einfach noch mal mehr Ställe bauen, dann wird das vielleicht auch in der Produktion ein wenig fixer. Ja, mittlerweile gibt es genug Armee, um tatsächlich Stefan ein wenig auszubremsen. Klang wie eine Chipstüte. Ich habe halt wirklich nur das Mikrofon justiert. Da kratzt es natürlich ein wenig. Aber hier könnte sogar die erste Burg fallen, da halt dieses. Okay, never mind. Das Triburg wurde hier ausgemerzt. Aber vielleicht hacken ja die Leichenkavalleristen so lange drauf rum, bis es kaputt geht. Was die Plänkler sollen, kann ich nicht so 100% nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, dass Fenris so ein bisschen die Alles von Etwas Variante spielt. Auch dreist, dass Stefan einfach seine Wirtschaft mittlerweile hier so ein bisschen verlagert. Was sagt seine Bevölkerung? Nur 137, ja? Er ist auch unter Druck auf jeden Fall. Hier haben wir leider gerade den Tod eines Elefanten verpasst. Eines Elefantenreiters. Die haben leider auch mit der Masse hier sich nicht einigen können. Und Taram beschwert sich, dass Stefan ihn so fertig macht. Mittlerweile könnte Stefan tatsächlich doch mal über andere Einheiten nachdenken. Gerade Produktion ein wenig eingeschlafen bei ihm. Es gibt hier wieder einen kleinen Push, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall genug Armee da, um Stefan zurückzuschlagen. Auch sehr viele Orgelkanonen mittlerweile. Die sind auch gerade in Masse natürlich besser. Ich fände es ja krass, wenn die das tatsächlich jetzt noch gewinnen.
Du kannst leider den Ingame-Chat nicht entziffern. Also von den Leuten, die im Spiel schreiben oder vom Zuschauer-Chat, der im Stream angezeigt wird. Ich schaue gerade mal selber rein. Kann ich vielleicht noch ein bisschen größer machen. Ansonsten liegt es einfach an der Streaming-Qualität. Ich darf es natürlich auch nicht zu hoch stellen, sonst ist es instabil. Ja, hier die Schlacht wird auf jeden Fall der erste sein, die Stefan wirklich klar verliert. Hier konnte er mittlerweile aufräumen, aber da wurde auch ein bisschen Schaden gemacht, denke ich mal. Holz ist mittlerweile auf dieser Insel, glaube ich, nicht mehr vorhanden oder noch ganz wenig. Was macht eigentlich der Ravi? Auch schon lange nicht mehr nachgeschaut. Ist auch nicht unbedingt an seiner Bevölkerungsgrenze, aber mittlerweile mit seinen Kanonen hier an der Küste am Start und ballert dem Karaman so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Reliquie hätten sie da hinten auch noch, die sie nehmen könnten. Ja, hier auf jeden Fall wird mit vereinten Kräften tatsächlich alles aufgeräumt wieder. Jetzt auch mittlerweile Kanonen am Start und so schnell wie Kugeln hier durch die Gegend fliegen, würde ich davon ausgehen, dass Kachemann auch seine Spezialtechnologie Arkebuse entwickelt hat, wodurch seine Projektile von Ballistik beeinflusst werden. Das ist eine super Sache natürlich für Schießpulver. Hier hinten auch ganz gut gewallt, wie ich sehe. Damit er nicht mehr alle so durchflutschen. Die Flotte hier ist aber lange untätig gewesen von Outgeskippt. Die könnte mal rüberfahren und vielleicht versuchen, diese hier zu besiegen. Und schauen, ob das zu machen wäre. Hier wird auch Terra mal wieder Opfer eines Angriffs. Und die, wie ihr seht, fahren die Schiffe einfach fröhlich hier drüber. Alle können sich dieses Territorium teilen. Hier sind einfach mittlerweile zu viele, die gegen Stefan auf einmal kämpfen. Da kommen die Zahlen tatsächlich mal wirklich als Faktor mit rein. Und es dürfte auch für ihn natürlich sehr anstrengend sein, hier mit der ganzen Map zu spielen. Aber wir haben gesehen, am Anfang hätte er es beinahe hingekriegt. Ne, das ist nicht mega random. Die Karte heißt Sandbank und ist eine der Karten, die man bei Rise of the Rajas bekommt. Finde ich, sieht bislang sehr cool aus. Ich will halt gerne mal ein paar neue Maps einfach allgemein probieren. Die würde ich auf jeden Fall zu einer mit einem Daumen nach oben bewerten hier mittlerweile, muss ich sagen. Ist mittlerweile unser dritter Versuch, diese Map zu spielen. Im ersten ist mir die Maus abgekackt, sodass ich selber nicht mehr mitspielen konnte. Im zweiten Versuch ist ein Spieler durch Lag leider ausgefallen. Und jetzt sind wir in der letzten Variante und spielen hier in 2 gegen 5 mit Stefan und Ravi gegen den Rest. Stefan, einer der besten Spieler der Welt, einer der besten deutschen Spieler natürlich auch. Und spielt hier gegen eine Koalition aus Anfängern und Fortgeschrittenen. Ravi ist auch eher so Anfänger, Fortgeschritten, irgendwo dazwischen. Hat auf dem Wasser am Anfang ganz gut gespielt, aber ich glaube, er hat unterwegs so ein bisschen den Überblick verloren, auch weil natürlich die Map hier, die Insel von ihm natürlich angegriffen wurde. Er müsste sich vielleicht auch einfach mal auf die andere Insel trauen, versuchen, Stefan so ein bisschen zu unterstützen, was das angeht. Weil, also wenn das hier so weitergeht, dann wird Stefan tatsächlich zurückgedrängt werden. Es sind einfach zu viele mittlerweile. Hier fehlen auch noch einiges an Upgrades. Wassernomade, genau, das steht auch noch auf meiner Liste. Das sind wirklich extrem viele Maps, die ich noch nie ausprobiert habe. Wir haben auch vorhin ein sehr langes Spiel auf einer von den Echt-Maps gespielt, also die echte Welt-Maps. Real-World-Maps. Zu Englisch. Auf dem Mittleren Osten, wo ich ja kürzlich gelebt habe. Das ist ein sehr langes und sehr episches Spiel, wie ich fand. Ja, und solche Sachen möchte ich halt mit euch in Zukunft ein bisschen öfter ausprobieren. Einfach, dass mal ein paar Sachen, die man nicht so oft sieht, gespielt werden und nicht immer 10-mal Arabien am Tag. Arabien und sowas spielen wir natürlich trotzdem. Haben wir, glaube ich, als erstes heute auch gemacht. Ist alles immer noch auf dem Programm natürlich, aber ich möchte einfach ein bisschen Abwechslung in die Geschichte reinbringen. So, hier wird auch wieder Terram natürlich Opfer eines Angriffs, wer sonst? Der arme Kerl kriegt heute wirklich keine Pause, ist nur noch bei 24 Populationen, hat sich mittlerweile hier hinten verdrückt und baut da seine Zivilisation wieder auf. Hier in der Mitte hacken diese Barbaren einfach mal sein Dorfzentrum hier kaputt. Ja, muss gerade mal gucken, wie der Stream so ist von Stabilität. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt,
Gibt bitte immer Bescheid sagen, damit ich mir das sofort anschauen kann. Ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass es nicht ganz glatt geht. Terra Midler macht auch genau das Richtige immer. Also er lässt sich nicht unterkriegen. Er baut einfach ganz viele neue Dorfzentren. Kann ein bisschen Ressourcen anfragen von den Kollegen, wenn man nicht genug hat, um Dorfzentren zu bauen. Und dann einfach wieder aufbauen, versuchen zurückzukommen. Hinten hat er auch noch ein paar Gebäude, die er zur Not nutzen könnte. Hier könnte er noch mehr Fisch sammeln durch die Fischerboote letzten Endes. Aber er ist, denke ich mal, genug von diesen ganzen Störfaktoren hier beschäftigt, die immer wieder sagen, deine Leute sterben. Ja, was geht ab hier? Schaffen die es? Ich würde fast sagen, Stefan ist ein bisschen stur, was seine Einheitenauswahl angeht. Guck halt durch, was es noch so an Produktionsgebäuden gibt, aber er wird halt wirklich hauptsächlich die Spezialeinheit nur gepumpt. Und das Schiff hier ballert kontinuierlich auf das Dorfzentrum. Das wird auch irgendwann dadurch vielleicht kaputt gehen. Wir schauen gegen Ende des Spiels nochmal nach. Halten wir uns auf dem Laufenden, was es angeht. Genau, Wassernomade ist halt Nomade, aber es ist mit diesem Areal hier, wo man aus der Erweiterung, wo man Gebäude drauf bauen kann auch, wo Schiffe durchfahren können und wo Einheiten drauf laufen können. Also das amphibische Territorium sozusagen. Da gibt es einige neue Maps mit, unter anderem auch Wassernomade. Davon ist dann die ganze Map im Prinzip bedeckt. Habe ich noch nie ausprobieren können selber. Ich habe sie mal im Streams gesehen, beziehungsweise auch beim Profi-Turnieren. Stefan sagt, er ist tot. Ja, er kommt nicht mehr weiter, er hat nicht mehr die Wirtschaft, um das durchzuhalten. Vielleicht geben sie jetzt tatsächlich auf und dann gewinnt die Achse des Guten gegen das Stefan-Imperium. Lass aufgeben, sagt er. Ich glaube auch nicht, also jetzt werden sie halt zurückgedrängt, jetzt Stefan ist irgendwann halt auf seine Grenzen gestoßen. Zu viele Gegner, einfach auf einmal. Aber sie haben sehr lange durchgehalten, war sehr, sehr stark gespielt von ihm, auch von Ravi, der hier lange Zeit das Wasser dominiert hat und auch wie gegen Ende wieder zurückerobert hat. Sehr schöne Partie insgesamt. Haben alle Beteiligten haben sich super ins Zeug geworfen. Teram leider der Leidtragende von Stefans Aggressionen. Aber ich finde, Teram hat es auch hier schön gezeigt, wie man auf sowas reagiert. Denn solange noch nicht alles verloren ist, einfach wieder versuchen zurückzukommen und einfach später nochmal zuschlagen. Und das hätte er, glaube ich, später auch dann machen können, wenn es weitergegangen wäre. Ansonsten ergänzen sich die Armeen hier mittlerweile ganz gut. Ein paar Upgrades fehlen noch tatsächlich, also da würde ich noch empfehlen, dass die ein bisschen schauen, dass die auch in der Schmiede immer alles gemacht haben, damit die Einheiten möglichst stark sind. Finde die Map wirklich schön, sieht sehr stark, sieht sehr schön aus, sehr toll designt, muss ich wirklich große Lob aussprechen an die Entwickler. Und ja, ich finde sie auch, fand sie jetzt auch vom Gameplay sehr interessant, wie die da dran gegangen sind alle. Ist ja bei solchen Maps dann auch ganz nett immer zu sehen, wenn halt nicht die ausgetrampelten Pfade genutzt werden, sondern man neu halt schauen muss, was man macht. Ja, hier ein paar Komplimente für Stefan natürlich auch im Chat. Wahnsinn, wie krass er ist. Das ist richtig. Ist nicht umsonst einer der Besten. Wie gesagt, habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Es gibt ein Interview, das Craig und ich mit ihm gemacht haben. Da gerne mal reinschauen. So, hier auch die Statistik und Militär. Ja, Rache mal 5000. Orksip 4000. 2000. 1000. 6000. Ja, und der Stefan mit halt 24.000. Kann man mal machen. Hat im Prinzip die halbe Map massakriert und so viele Kills wie alle anderen zusammen oder mehr sogar. War schon heftig, aber es waren halt auch fünf Gegner, muss man dazu sagen. Er hat 2 gegen 5 gespielt, Ravi hat komplett Wasser gespielt, er hat komplett Land gespielt im Prinzip. War schon echt eine krasse Partie und hier, das kann man sich eventuell auch mal zum Vorbild nehmen. 14:31 Kastenzeit, kann man mal machen. Kachemann übrigens der Einzige, der sich mit den Reliquien herumgeschlagen hat. Hat sich ausgezahlt, denke ich, wenn man da mal auf seine Ausbeute guckt. Also wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, hoffe ich, das hat euch gefallen. Ich fand es sehr spannend zu sehen. Irgendwie in der Partie sind wir jetzt immer durch. So, dann werfe ich doch mal noch.